So, hallo zusammen. Heute nehme ich euch mal mit auf eine Kurzradtour bei uns hier in der Region und wollte euch dann einmal den Albersee zeigen. Sehr schönes Ausflugsziel. Im Sommer natürlich schöner als im Winter. Da gibt es auch vernünftig mit Sandstrand, eine Cocktailbar und so weiter. Aber das zeige ich euch gleich. Ob das Ganze schon geöffnet ist, bin ich mir selber nicht sicher, weil ich jetzt dieses Jahr auch das erste Mal hinfahre. Also lasst euch überraschen. So, jetzt hier auf dem Weg zum Albersee muss ich durch die Stadt Lippstadt durch und bin jetzt auf dem Lippebug. Und dort ist das Ganze schon schön bepflanzt, wie ihr sehen könnt. Aber auch so mit den Platanen hier, wenn die erstmal wieder ihre Blätter haben. Eine sehr schöne Sache. Ich zeige euch mal eben hier noch die andere Seite. Auch sehr schön, gerade bei dem Wetter. Hier im grünen Winkel nochmal diese kleine Terrassenanlage. Schön zu sehen, überall die Bänke. Lohnt aber bei dem Wetter jetzt auch. Ist ja alles gut besucht. Was hier auch immer schön ist, sind die ganzen Enten und Schwäne. So wie hier einmal zu sehen, an dieser kleinen Schleuse. Ist schon schön, wenn es endlich Frühling wird. So, weiter geht's. So, hier jetzt ein kleines Stück nach dem grünen Winkel, von Lippstadt auskommend, Richtung Lipperode, fährt man hier schön an diesem alten Baumbestand vorbei. Links und rechts hiervon sind jeweils Friedhöfe. Was aber ja nichts Negatives ist. Auch die sind ja schön anzusehen manchmal. Ist einfach so. Es gehört zum Leben dazu. Und jetzt fahren wir gleich durch die kleine Unterführung und kommen dann in die Bellevue. So, hier sind wir jetzt in der Bellevue. So der klassische Untergrund wie bei allen Forstwegen, sage ich mal. Ein bisschen holperig, aber gut zu fahren, gerade jetzt, wo es trocken ist. Und ansonsten schön, wie es langsam alles grünt. Das Schöne hier an diesen ganzen Nebenstrecken ist halt, dass man überhaupt nicht an Hauptverkehrsstraßen her muss. Und das lässt sich natürlich wesentlich angenehmer oder erholsamer auch fahren, wie ihr hier seht. Und was mir natürlich gefällt, wie ihr hier seht, kommt eine Brücke. Und Brücke heißt auch immer Wasserwege. Und hier in der Bellevue sind so diese Abzweige von der Lippe zu sehen. Und jetzt kommen wir auch direkt wieder an die Lippe. Und die begleitet einen halt hier in Lippstadt, rund um Lippstadt. Wie ihr in meinem Video die Wasserwege Lippstadts bestimmt gesehen habt. Ja. Allseits. So, jetzt eben noch hier an diesen Pinien vorbei. Und dann ist linker Hand der Albersee. Jetzt bin ich gerade irritiert wegen diesen Absperrzäunen. Nee, da ist offen. Geht doch rein, ja. Und gegenüber ist Campingparadies Lippstädter Seenplatte von Schäfermeyers. Also wer mit dem Camper unterwegs ist, kann auch hier direkt ein Plätzchen finden. Hier links und rechts, das sind so die Parkplätze für die Besucher mit Auto. So, und hier sind wir jetzt auf der Seite, wo der Sandstrand ist. Und der zieht sich im Grunde hier einmal so um diese Hälfte des Sees herum. Für die Kinder, wie gesagt, sind hier im vorderen Bereich hauptsächlich das Wasser auch ein bisschen flacher, wie ihr seht. Es ist abgesperrt. Und ja, manche macht es jetzt schon Spaß. Aber die Gummistiefel gehen halt nicht bis zur Hüfte. Naja. Das wollte ich euch eben noch gezeigt haben. Auf der Seite seht ihr schön diese kleine Halbinsel, die ins Wasser geht, die Mittelinsel.
Also es ist wirklich sehr schön gemacht. Man kann ja auch mit eigenen Schlauchbooten fahren, nur Motorboote natürlich nicht. Das ist nicht erwünscht. In dem hinteren Teil, wo ich jetzt gerade noch nicht hin kann, gibt es ja auch Sandstrände bzw. Sandbuchten, was richtigen Urlaubsflair hat. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sehen kann. Hier unten sind Zebrabarsche im Wasser. Ich versuche das mal ein bisschen ranzuzoomen. Ja, jetzt müsste man sie erkennen. Ja, ist einfach schön, sowas zu sehen. Auf jeden Fall ist das der Albersee in Lippstadt, Ortsteil Lipperode. Ich kann es nur jedem empfehlen. Bei jedem Wetter ein Ausflug wert. Ansonsten sieht man hier den wunderschönen Albersee. Drüben auf der anderen Seite ist ein kleines Bootshaus. Hier kann die DLRG ihr Boote einlassen. Tretboote, wie ihr seht. Hier auf der linken Seite sind Toiletten und Duschen. Und das ist die Strandbar, nenne ich es mal. Ja, idyllisches Plätzchen. In dem vorderen Teil kann man jetzt auch schön schon einen Kaffee trinken. Naja, ich hoffe, euch hat die Tour gefallen. Wenn ja, Daumen hoch wie immer. Abonniert den Kanal und macht's gut. Euer Markus und Monty.